Ja, hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem kleinen Kanal. Und zwar, heute gibt es Drake Cutter, das kleine Starterschiff, das neue. Hab ich mal schick gemacht, der neuen Rüstung. Solltet ihr das Problem haben und die Rüstung nicht in eurem Hangar haben, also wenn ihr Subscriber seid, habt ihr eine Rüstung, und wenn ihr den größeren Subscriber macht, dann habt ihr zwei Rüstungen. Ja, und das ist die Drake Cutter. Wir gucken uns die erstmal so vom Ganzen an. Ist also ein Starterschiff, was so mit der Aurora und der Mustang gleichzieht. Ich finde, sieht sehr detailliert aus, wenn man sich das mal so anguckt. Ich gehe mal nach oben gucken. Hier seht ihr zum Beispiel auch, einige technische Klamotten, also sehr viel Detailgrad, also würde ich sagen, kann sehr viel Details da ausmachen. Na, wenn ihr seht, da oben zum Beispiel über mir, hier, da, da zum Beispiel ein kleines Fenster, das sehen wir auch nochmal. Hier sind die Steuerdüsen da oben, das gelbe. Triebwerke, Vitols, lassen sich drehen, ne? Wenn er nach oben fliegt oder wenn er halt vorwärts fliegt, hat er dann dementsprechend bessere Möglichkeiten. Hier haben wir nochmal Warning, Warning, das sind diese ganzen, hier sind diese ganzen Steuerdüsen. Da. Hier sind die Steuerdüsen. Da müsst ihr natürlich aufpassen. Überall Anschlüsse. Dann habt ihr hier vorne. Also man sagt so, es sieht ein bisschen aus wie ein Zug. Amerikanischer Zug, so ein bisschen, so hat es auch, ne, so ein bisschen. Aber keep clear. Das sind die Komponenten. Jetzt Komponentenzugriff. Können wir uns das mal angucken. Hier Subsystemzugriff. Sagt, es sieht sehr detailliert aus hier, ne? Die Vitols, dann natürlich typisch Drake, so die ganzen offenen Schläuche. Ja. So, und aufmachen tut er das hier unten. Da. Zack. Da so einen kleinen Laderaum. Also es ist ein Starterschiff. Ich guck mal eben, hier könnte auch wieder Licht anmachen. An. Das flackert dann so auf. Ich weiß nicht, habt ihr da mehrere Möglichkeiten? Ich guck mal hin. So. Na? Schön. Eine leichte Beleuchtung. Und hier seht ihr ja selber, ob da so ein bisschen Lichteinfall. So machen könnt ihr das auch. Macht er dann hier mit zu. Ihr habt da ein kleines Bett. Also wie gesagt, es ist eigentlich nur ein Starterschiff. Licht könnt ihr hier auch anmachen natürlich. Zack. Ihr habt da eine kleine Toilette. Dusche, die ihr auch abschließen könnt. Also das heißt, wenn ihr von innen dann verlockt oder lockt, wird hier draußen angezeigt, dass sie besetzt ist. Ne? So wie in Real auch. Ganz toll gemacht. Ihr habt da noch irgendwelche kleinen Einheiten. Ihr habt da noch einen Inventarzugriff. Und hier habt ihr noch, ihr könnt da noch so ein bisschen Staufächer
und hier unten irgendwas anschließen. Irgendwas mit Override. Ich weiß jetzt nicht, was da dran kommt. Aber ich denke mal, die Möglichkeiten sind da schon eingerichtet worden. Vielleicht, ich sag mal, eine Sauerstofflösung, Sauerstoffgeräte. Keine Ahnung, was da reinkommt. Vielleicht auch irgendwelche anderen Gerätschaften, die man dann anstecken kann und aufladen kann. So, hier habt ihr das Cockpit. Mit dem Sitz. Geht da mal drauf. Also wie gesagt, es ist so Aurora Mustang-mäßig. Nichts Weltbewegendes. Aber schön gemacht. So. Ich starte mal. Ich suche mal den Knöpfchen. Hier können wir mal Power on machen. Hier haben wir Fahrwerkhebel. Dann haben wir hier noch einen schönen Hebel. Da können wir die Fensterklappen hier zumachen. Also wenn bei Beschuss können wir da auch nochmal Panzerplatten vormachen. Vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Hier haben wir noch so ein paar Schalter. Einmal, da können wir die Limiters ausschalten. Hier können wir ESP einschalten. Da haben wir den Flight Assistenten. Hier können wir Exterior aufmachen. Schön. Man kann hier so einzelne Schalter anwählen. Nice gemacht. Engine on. Will nicht. Dann mal was anders. Oder mal ein 30.000er. Ich glaube, wir haben 30.000er. Kann natürlich sein. Ja, wir haben... Okay. So, jetzt haben wir alles eingeschaltet. Dann kann ich hier den Abflug rufen. Ja, manchmal hängt das ein bisschen, das System. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. You are clear to launch. Okay, dann öffnet uns mal den Hangar. Da oben. Das ist ein kleines Schiff, ne? Sieht man hier. Wir können die VTOLs jetzt mal umstellen. Weil wir wollen ja nach oben. So. Und... ab geht's. Zack. Fahrwerk ein. Also, ist auch sehr wendig. Ne? Schön klein, schön schnell. Mit ein bisschen Bewaffnung, ein bisschen Schutzschild. Wir fliegen einfach mal hier so ein bisschen. Wie gesagt, für den Einstieg sehr einfach gehalten. Nichts groß weltbewegendes, schwieriges. Fliegt mal so ein bisschen raus aus der Sicherheitszone, dann können wir die Waffen mal ein bisschen testen. Natürlich auch Raketen, 4 Stück. Ein
Ansonsten hat sie standardmäßig Bulldogs drin. Aber wir gucken gleich mal. Also schnell ist sie nicht. Wie gesagt, ihr könnt ja natürlich auch andere Triebwerke einbauen, beziehungsweise einen anderen Quantum Drive. Aber sie hat einen Vorteil, ich zeige euch das mal eben hier. Die hat 6000 Fuel drin. 6000! Das heißt, wenn ihr ein schnelles Quantum Drive einbaut, dann könnt ihr ganz viel damit fliegen, bevor das mal leer wird. Also selbst mit dem schnellsten habt ihr immer noch genug Möglichkeiten, so und so oft mal durchs gesamte Verse zu fliegen. Jetzt mal ganz ehrlich, wer fliegt da? Ne? Also für Pyro ist halt mit Sicherheit ein ganz interessantes Schiff. Muss man wirklich sagen. Ich fliege mal hier so ein bisschen in die Richtung. Kann natürlich auch nach oben. Nicht so starr wie die Corsair. Sie lässt sich also recht gut fliegen für so ein Starterschiff. Schon ganz nice. Aber man sieht hier in dem Bereich fast gar nichts. Könnt ihr schon im Tiefflug gute Sachen machen, seht ihr ja. Das sind die Schüsse. Hat natürlich auch nur die Kanone. Zack, 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 zack. Oder halt eine Rakete. Zack. Natürlich auch kleine Raketen. Aushalten, sie ist nicht für einen Kampf gedacht, muss man wirklich sagen. Aber ich sag mal, um kleinere Missionen zu machen, ist sie wunderbar geeignet. Da habt ihr überhaupt keine Probleme. Wendig, hier seht ihr selber um die Berge rum. Könnt ihr euch auch gut bewegen. Durchfliegen müsst oder so durch irgendwelche Bereiche. Überhaupt kein Problem mit der Drakkutter. So unwendig ist sie nicht. Sie ist halt nicht zum Kämpfen gedacht. Also damit einen Dogfight machen auf keinen Fall. Da seid ihr mit der Aurora oder so besser bedient. Aber sie ist halt schön. Und ihr kriegt sie einmalig, also ihr könnt ein Paket davon euch holen. Mit LTI. Das heißt, ihr habt lebenslange Versicherung. Das heißt, wenn das Spiel mal irgendwann released wird, kommt das ja mit den Versicherungen. Das heißt, wenn das Schiff zerstört ist, könnt ihr es immer wieder neu reparieren. Deshalb ist diese lebenslange Versicherung eine ganz tolle Sache.
so mit dem weißen Skin, also mit der weißen Farbe, sie finde ich, macht sie sich auch ganz schnell nice. So, wir können jetzt mal hier unten landen. Natürlich hier nicht so schön. Ich habe auch nicht die beste Rüstung dafür an. Nacht sieht die auch toll aus. Sie ist sehr... Achso, das Fahrwerk kann ich euch nochmal zeigen. Wenn ihr mal gucken wollt. Also ihr habt hier praktisch... Oder das Landegestell eigentlich mehr. Das hat kein Fahrwerk in dem Sinne. Das verschwindet praktisch so im Bauch. Sorgt dafür, dass ihr damit praktisch auch nochmal einen Schutz habt. Nice. So. Da seht ihr auch schon die Beleuchtung. Die macht sich jetzt schon bemerkbar. Geh mal langsam runter. So. Liegt auch ziemlich tief auf. Ein bisschen wie die Corsair. Aber geht. Ja, Leute, das ist die Drake Cutter. Wir fliegen mal zurück zum Spaceport. Schön über die Winterlandschaft hier gleiten. Schon ganz toll. Herrlich. Können wir mal gucken. Jetzt hat sie 171 Speed. Wir sind natürlich in der Atmosphäre. Wenn ich jetzt die VTOLs umstelle, geht die natürlich rasant nach unten. Logisch. Weil die ja für den Auf- und Abtrieb eigentlich nur dann sein soll. Ihr seht, wir haben eigentlich gar nicht viel geflogen und sind trotzdem ziemlich weit gekommen. Wo
Gut, die schnellste ist jetzt in der Atmosphäre nicht, aber wie gesagt, sie hat sehr viel Sprit. Das heißt, von dem Quantum Fuel habt ihr richtig lange was von. Und ihr könnt ja schnelle Triebwerke einbauen, ist überhaupt kein Problem. Könnt ihr euch übrigens auf der Messe auch holen. Da einfach mal gucken und die dann da einbauen. Schnelles Quantum Drive und dann, ja, funktioniert das schon. Bin gerade ein bisschen überrascht, weil wir sind ja eigentlich echt straight away links rüber geflogen. Trotzdem sind wir so und haben wir so einen großen Bogen gemacht. Sehr überrascht bin ich. Aber ich zeige euch den Anflug auch nochmal hier für Babbage. Lässt sich also auch sehr gut fliegen. Wie gesagt, sie ist nicht die schnellste, das schnellste Schiff, aber es macht Spaß mit ihr zu fliegen. Weil sie halt sehr auch wendig ist. Sie reagiert relativ zügig. Ist jetzt nicht so, dass sie nicht reagiert. Da finde ich die Corsair ein bisschen steifer im Ganzen. Lässt sich schon recht gut manövrieren. Nur wie gesagt, sie hat halt nicht den Speed. Da sind die Triebwerke einfach zu gering. Ja, wir sind in einer sicheren Zone. So, wir können schon eine Landeanfrage stellen. Das funktioniert ja auch. Please proceed to assigned landing bay. Dann gucken wir mal, wo wir rein dürfen. Da haben wir noch ein anderes Schiff. Constellation Taurus. The Glaive, Asperia. The Warden, the Vanguard Warden. Mal, wo wir rein müssen. Der Landemarker, der kommt ja immer erst ein bisschen später. Schauen wir mal. Da unten startet die Taurus. Aufpassen, dass wir da nicht reinkrachen. Da oben ist auch noch ein Schiff. Haben wir da oben? Sehe ich jetzt nicht. Macht auch so einen kleinen Flug. Da müssen wir dann. Kommen wir mal von oben rein. Ihr seht, hier sind einige Piloten, die jetzt sich Schiffe ausgeliehen haben. Ach so, eine Sache hat das Schiff hier noch. Die bremst sehr langsam. Also da müsst ihr unbedingt ein bisschen Zeit einplanen. Da solltet ihr nicht zu spät vom Gas gehen. Sie bremst sehr langsam. So, ich stelle mal die VTOL zu. Da ist unser Hangar. Fahren wir mal raus. Die bumst. Rum. Da geht sie also richtig mächtig nach unten. Also da fällt die praktisch nach unten. Habt ihr das gesehen? Da ist die richtig runtergefallen. Krass. Und ich sehe jetzt gar nicht bremsen. So ging die ab. Ja.
Ja, Freunde, die Drake Cutter, das neue Starterschiff von Drake. Kleines Schiff, nice Schiff, macht Spaß zu fliegen. Und wie gesagt, hat einen riesigen Treibstoffvorrat für Quantum Fuel. Ihr könnt da wirklich mächtig lange mit fliegen. Baut ein anderes Quantum Drive ein und dann habt ihr richtig Spaß. Ja, das war's von mir. Bis dann. Ciao.